Und das tut sie ganz sicher auch. Er steht da schon, schleicht sich so mit seinem Tiger im Arm langsam rein, Roberto Albanese, der hier natürlich als erklärtes Ziel nur eines hat, nämlich den 9. deutschen Meistertitel nach Bremen zu holen. Mit der Choreografie The Final Countdown. Vielleicht auch ein bisschen ein Synonym dafür, dass dieses Team nach den Sternen greift. Die Welt ist nicht genug und Roberto Albanese vertritt immer wieder die These: Du musst das Unmögliche wollen, um das Mögliche zu erreichen. Interessant übrigens das Outfit. Hat man lange Jahrzehnte nicht gesehen. Die Damen und Herren mit ihren natürlichen Haarfarben. Das hat hier für einige Diskussionen gesorgt, auch im Publikum, in den Vorrunden. Soll, darf, kann man das machen? Klar kann man das. Es sorgt zumindest für Aufsehen, diese neue puristische Art der Bremer, die sich auch in der Kleidung widerspiegelt. Ganz nüchtern die Kleidung der Herren, dafür aber sehr groß und sehr präsent. Das Vereinslogo vorne auf der Brust, auch das ein klares Statement. An uns kommt so schnell keiner vorbei.
Also man soll ja vorsichtig sein mit dem Wort perfekt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, was anderes fällt mir dazu nicht ein. Fantastische Darbietung der A-Formation des Grün-Gold-Clubs aus Bremen. Und man sitzt da immer und staunt und fragt sich, was macht die so gut? Warum sind die diesen Tick besser als die anderen? Vielleicht ist es der Umstand, dass nie Stillstand ist in dieser Formation. Alle 16 Tänzer immer in Bewegung. Trotzdem klare Bildentwicklungen. Da weiß jeder genau, wo der andere steht, was der andere macht. Fühlt das regelrecht. Dazu diese kleinen akzentuierten Bewegungen, die dann nochmal die Musik unterstreichen. Auch das typisch bremisch. Und da kann man einfach nur sprachlos davor stehen und sich verneigen. Fantastisch. Und das ist ja erst der erste Schritt auf dem Weg zum weiteren ganz großen, ich habe es angesprochen, in gut 5 Wochen die Weltmeisterschaft auf eigenem Parkett in Bremen. Hier so eine der Ideen von Roberto Albanese. Hinten tanzen die Herren miteinander, vorne die Damen. Das ist einfach immer neu, das ist inspirierend. Toll anzuschauen. Bravo. Grün-Gold Bremen, bravo, Roberto Albanese.